gibt's in, ich glaube, in 3 Schwierigkeitsstufen jedes Spiel. Da haben wir auch schon ein bisschen was gemacht. Und dadurch kann man quasi das Zutrauen und den Spaß der Pokémon erhöhen. Man braucht ja zum Beispiel für gewisse Pokémon einen Elektroball. Für gewisse Pokémon, die wenn die sich entwickeln, brauchen die eine gewisse Zuneigung, beziehungsweise eine gewisse Art, wie an Freundschaft zum Trainer, um sich zu entwickeln. Hätte man ja bei vielen Pokémon, vor allem bei vielen Evoli-Entwicklungen. Und die braucht Filinara in dem Fall auch, das neue, die neue Evoli-Entwicklung. Die ich übrigens sehr cool finde. Und durch dieses Poké-Evi kann man eigentlich sehr gut die Zufriedenheit und so das Pokémon ist eigentlich gut beobachten und, sag mal, entwickeln. Durch ein bisschen streicheln, durch füttern, durch die Minispiele. Hört sich alles eigentlich ganz gut. Macht sich eigentlich ganz gut, finde ich. Ich habe bis jetzt noch nicht wirklich große Probleme damit gehabt. Komm her. Macht dich platt. Oh, Elektroball. Was soll denn das? Problem ist, Psywelle hat eine zufällige Stärke immer. Das ist scheiße als Psywelle. Die kann sehr stark sein, aber auch sehr schwach. Zumindest neuerdings. Die hat, glaube ich, die hat so eine Rechnung. Die anhand dieser Rechnung bestimmt zwar die Stärke. Rechnet man Level mal einen Wert von 0,5, einem Wert zwischen 0,5 und 1,5. Also quasi, man nimmt das Level des Pokémons, in dem Fall 43, oder deines Pokémons, kann man sagen. Zum Beispiel 50 und rechnet es eben mal 0,5 oder halt ein anderes, einen Wert zwischen 0,5 und 1,5. Das ist bestimmt quasi die Stärke vom Psywelle. Ist jetzt nicht gerade innovativ und nicht gerade schön oder naja, was soll man machen? Ist halt Psywelle. Manche Attacken sind halt hilfreich, manche halt weniger. Ja, über Pokémon habe ich eigentlich über alles halt gesagt. Ist eine coole Sache. War wohl nix. Ja, was gibt's noch? Der 3D-Look von X und Y, den finde ich sowieso genial. Es hat sowieso schon seit Ewigkeiten musste ein Pokémon in diesem Look. So aller Pokémon XD oder Kolosseum. Nur halt von der Originalreihe der Pokémon. Da muss es endlich mal so ein Pokémon geben, was in 3D ist. Also nicht so 3D, dass man nur von hinten sieht, sondern aus der Third Person und dann einfach abläuft, sondern halt so ein 3D, wie es halt auch ist, so von oben gesehen, aber nur so einen schiefen Blick drauf. Genau das haben sie diesmal gemacht und das finde ich sogar sehr genial. Also, was ich von den neuen Pokémon an sich halten soll, weiß ich jetzt nicht wirklich. Hier ist übrigens Zapdos. Wir werden mal safen, weil wir das Ganze nämlich mit Safe States machen werden, weil das macht sich so einfach viel besser. Ja, Raupi. Raupi! Jetzt musste ich 2 Psywelle für Raupi nehmen. Wollt ihr mich verarschen? Jaul! Ja, auf jeden Fall. Zapdos Level 50. 50. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zapdos Level 50. Zapdos Level 50. Hoffentlich überlebt das mein... Hoffentlich überlebst das Alpollo. Alpollo. Ja, Alpollo. Du bist ein gut, ganz guter. Ja, diese Draufsichtheiten, die halt in X-Men sind. Das finde ich eigentlich cool gemacht. Ich müsste das mal einschläfern. Wäre mal angebracht. Alter! Alter! Natürlich will ich nächstes Pokémon rufen. Klimadufo. Das war die schlechteste Wahl, die man in dem Kampf nehmen kann, aber... Ich versuche es wert!
Wo ich hätte eigentlich nehmen können, dass ich dafür Dings heile. Mache ich übrigens mal. Ich habe nur noch 2 Beleber. Weil ich werde am besten Apollo heilen und gleich nochmal einsetzen und dann Hypnose machen. Ist, glaube ich, denke ich mal, angebracht. Habe ich überhaupt genug gute Bälle dabei, dass ich hier mit, ja, 14 Euro Bälle, okay, das geht noch. Dass ich hier mit Superbällen versuche, einen Raptor zu fangen. Wäre nicht gerade vom Vorteil. Donnerschock! Ja, ansonsten, was kann man noch zu XY sagen? Ne? Es ist vom Kämpfen her und so wesentlich einfacher bis jetzt. Zumindest bis jetzt, weil ich gespielt habe. Momentan habe ich nur einen Orden und bin aber, glaube ich, schon so mit dem Kosta vor uns sehen. Dauert halt nicht mehr lange. Wenn sie die Zeit, also wenn sie die Zeit zwischen den Arenen erweitert haben, sage ich mal, dass es ein bisschen länger dauert, bis man immer zu einem Orden kommt, dann wäre natürlich schon cool. Wobei ich finde, dass die Routen momentan auch ziemlich klein sind. Ja, natürlich nichts Pokémon rufen. Aber das ist ja nur, das ist ein geringer Kritikfaktor. Man kann ja nicht so ein riesen Bombenspiel raushauen, dass wo dann gleich alles perfekt ist. Vor allem, wenn man das erste Mal auf einen, für eine neue Konsole entwickelt, quasi. In dem Fall für ein 3DS. Was sowieso ist, schon damals zu Schwarz und Weiß 2 Zeiten sein muss. Und einfach angebracht war. Damals war glaube ich, rauskommen frisch. Und ein Pokémon-Spiel, Originalspiel, nicht hier so Rumble oder so ähnlich, zum Release des Titels, zum Release des DS3DS, hätte wesentlich mehr für Verkaufszahlen an sich hätte gesorgt, denke ich mal, aber hätten sie damals Y schon, oder hätten sie damals schon rausgebracht, wäre 3DS um einiges besser verkauft worden, sage ich ganz, wie es ist, einfach wesentlich besser geworden. Aber naja, es ist halt jetzt erst rausgekommen, aber muss man machen. Dafür denkt man sich umso besser. Ja, da fick dich! Das ist immer eine 50-50 Chance. Ich speichere übrigens mal. Ja, super. Falls mir nämlich die Bälle ausgehen, werde ich laden. Oder falls er aufwacht. Weil ich möchte nicht noch... Ja, wir haben es geschafft! Yes! Ah, das weiß, das hat ein bisschen mehr... Das war schon Cheating, aber... Naja, es musste, es sollte schnell gehen. Wir wollen ja nicht immer noch mehr schaffen, weil... Ich habe so das Gefühl, wir schaffen Arctos schon gar nicht mehr in diesem Part. Wir machen nämlich jetzt noch Arctos. Ich hab zwar eigentlich noch geplant, dass wir vielleicht Arctos machen und dann noch Giovanni uns vorknüpfen. Aber wie dem so, wie das aussieht, scheint das wohl nicht ganz so zu werden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach übrigens, was ich noch erwähnen kann, hier in Pokémon Rot und Blau gibt es einen sogenannten Glitch, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Wenn man nach Vertania City fliegt, dort mit dem Typen redet, der quasi erklärt, wie man Pokémon fängt, und es verneint. Und dann, was war da noch? Ich weiß nicht, wie das war, aber ich glaube, man... Ich weiß nicht, wie das genau abgelegt wird. Man muss auf jeden Fall hochfliegen nach Vertania City, mit dem Typen reden, verneinen. Und ich glaube, dann musste man nach Dings fliegen, also hier zur Zinnoberinsel fliegen. Also,
Also der letzte Teil, also quasi der letzte Teil dieses Clips ist quasi, man fliegt zur Zinnoberinsel und surft hier an der Seite quasi am äußersten Rand entlang. So kann man quasi ein sogenanntes Missing No finden. Dieses Missing No sorgt dafür, dass das Item, was an der sechsten Position deines Beutels ist, sich vervielfacht, wenn man so will. Nee, 100 Stück wären es nicht, es wären ein bisschen mehr als 100. Ich weiß nicht, wie viele das wären auf jeden Fall sehr viele. Aber nicht unendlich, wie ich sehr oft auch höre. Es wird nicht auf unendlich gesetzt. Es wird einfach nur auf eine sehr hohe Zahl, ich glaube auf 999, bin mir aber nicht ganz sicher. Oder 1000 können es sogar sein, bin mir ganz sicher. Und naja, das ist halt... Das Prinzip des ganzen Glitches, sagen wir so. Oder muss ich von links aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier so von links aus muss, von China City. Zu der Oberinsel findet sich ein Pokémon-Labor. Ja, ich weiß, da war ich doch schon. Pokémon hat geholt. Ich auf jeden Fall. Ja, gut mal sehen. Schönheit, da bin ich natürlich schön. Egal, Smetbo! Was ist ein Smetbo? Passt zum Beispiel halt. Ich glaube, ich habe alles wirklich gesagt, oder? Hab ich alles gesagt? Bisaflor! Ich habe meinen Flamara nicht mit. Flamara ist so keine Feuerarbeit. Doch, ein Feuersturm sollte es eigentlich so inzwischen können. Bin jetzt nicht mal ganz so sicher. Ja, Bisaflor, ich glaube nämlich dein nicht wieder. Auf jeden Fall. Ja. Das war's also im Grunde mit dem Glitch. Den werde ich aber nicht anwenden, weil den werde ich auf Garantie nicht im Let's Play machen. Ich finde, der ist Blödsinn. Ich habe ihn zwar früher gerne gemacht, um Meisterbälle zu vervielfältigen, aber inzwischen denke ich da eher so, es ist schon ein Nervgitzel, wenn man da vor einem Pokémon steht und sich denkt, Scheiße, ich muss das Ding jetzt mit dem Ball fangen. Koste es, was es wolle. Dann immer dieses Gehoffe, dass er drinnen bleibt, ist irgendwie Nervgitzel. Und so finde ich es viel cooler. Naja, auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu X und Y. Ich gucke mal, was ich da noch erwähnen könnte. Ich habe mir ja, wie gesagt, beide Spiele geholt. Wollte eigentlich... Mach ich nochmal die böse Scheiße. Wollte eigentlich eins von beiden Let's Playen. Problem ist halt, ich habe keine anständige Kamera. Ich habe keine 3DS Capture Card, weil die mir erstens zu teuer ist und zweitens ich gar nicht mein 3DS nirgendwo einschicken lasse, um das anzubauen, und das und dann noch am Ende kriege ich ihn vielleicht nicht mehr zurück oder irgendwie kaputt zurück. Die ich ja nun auch nicht. Ich weiß, es ist sehr seriös das Ganze und viele haben es auch machen lassen, unter anderem Gaikin, Nintendo heißt er jetzt und so, haben das alle machen lassen, denke ich mal. Ja, alle machen lassen, aber das ist mir einfach das Geld nicht wert, finde ich. Kokowai. Ich kann schon wieder Ibitak einsetzen. Deswegen werde ich gucken, dass ich eine anständige Kamera mir besorge. Dass es dann irgendwann X oder Y geben wird. Ich glaube, ich werde dann aber eher Y nehmen, weil X spiele ich momentan immer ausgiebiger als Y. Aber im Grunde ist ja eh dasselbe, oder? Ist ja egal. Vorerst wird es erstmal diese Emulatoren-Pokémon-Spiele geben, oder so.
Ja, ich habe nicht aufgepasst, was er hat. Egal, machen wir weiter. Parasek, das passt ja sehr gut. Oder was? Sie hat besser gedacht. Auf jeden Fall. Ja, durch. Was das Pokémon angeht, nur die ganzen Emulatoren, Sachen zocken. Und dann werde ich vielleicht. Vielleicht mal ein Hack probieren. Let's Play, aber. Da muss ich mir auch überlegen, was für ein oder wo. Meine Pokémon sind hinter. Haben mich hierher getragen, wa? Und dich zurückgelassen, wa? Das erste ist schon mal kein Vogel-Pokémon, mein Lieber. Was erzählt mir so eine Scheiße? Das zweite ist ein Giflor. Und wir können schon wieder Ibitak einsetzen. Das ist doch schön. So, ich hab Ibitak viel Training. Das Gute am Ende ist, man kann sich nicht vorreiten, was die Trainer haben. Weil du weißt nie, was hat er denn jetzt? Ja, da seht ihr's. Er haut jetzt ein Kiki aus. Das können wir ja gar nicht wissen. Oder? Weil ich kenne keinen Trainer, außer der aus der Kampfarena dort in Saffronia City, der ein Kiki besitzt oder benutzt. Und Bruno, da von den Top 4 eigentlich. Was wohl ein Randomizer wohl nicht so sein wird. Es sei natürlich, er kommt trotzdem mit dem Kiki. Weil das Random so rausgekommen wird. Oh nein! Champ gewinnt 57 Bruder. Sehr gut. Ist aber aufgefallen, dass wir kein wildes Pokémon hier kam, Wasser. Komm, wenigstens da. Lustig. Dodo. Ein Dodo Level 5? Ist mich verarscht, das ist doch kein, das ist doch nicht das Training, das ist doch nicht die Energie wert. Lilligang haben wir Level 10. Das ist die Mühe nicht wert. Machst du auch gerade Urlaub? Nee, ich hab zu tun, mein Lieber. Und mein Urlaub ist übrigens schon vorletzte Woche gewesen. Aber habe ich die Trainer auch gerandomized? Weil ich glaube kaum, dass das gerade Wasser eine Pfadfinderin ist. Sehr effektiv, natürlich, sehr effektiv. Junge, Bisasam, willst du mich verarschen? Wenn du wenigstens Bisaflor raushauen würdest, das wäre um einiges innovativer. Mann. Gibt's noch irgendwas, was ich über X und Y sagen kann? Über X und Y, was kann ich noch erzählen? Dodri. Ach, Dodri, natürlich. Nee. Ich muss kurz nachdenken. Gibt's noch irgendwas erwähnt, dass. Ja, die Mega-Entwicklung kann ich aber noch eingehen, weil. Da gibt es nämlich einige Sachen, die ich da mal noch erzählen möchte, meine Meinung dazu loswerden möchte und so weiter und so fort. Wir haben hier, es sind ja